Achtung, in meiner Freude habe ich falsch ausgeklammert. Aua, aua, aua. Das darf natürlich nicht passieren. Ich erinnere nochmal hier schon an die Hyperbel und dann hatten wir uns ein bisschen gewundert. Ich habe hier durch 4 geteilt, hier. Und dann kam Folgendes raus. Bis hierhin stimmt es noch. Achtung, ich habe jetzt hier, ab hier richtig ausgeklammert. Ich habe das aber nochmal, ich stelle es nochmal ganz kurz dar, was hier passiert ist. Also wenn man so ausklammern will, sollte man sich über Folgendes im Klaren sein. Hier oben steht 2x plus 6 in Klammern zum Quadrat. Das schreibe ich mal ausführlich, damit das jeder sieht und damit man sieht, warum ich falsch ausgeklammert hatte in dem Originalvideo. Und zwar steht hier 2x plus 6 mal, ich lasse mal ein bisschen Platz, 2x plus 6. So, und das Ganze durch 4. Jetzt gucken wir uns diesen Term mal an. Wenn ich hier eine 2 ausklammer, dann steht die 2 hier nicht mehr drin und hier steht eine 3 drin. Oder ich mache das mal in blau. Also dann steht jetzt 2 hier. Die fällt weg. Und hier steht eine 3 drin. Das gleiche mache ich hier. Ich klammer hier die 2 aus. Dann fällt die hier weg. Und hier steht eine 3 darin. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann dann kürzen hier. Die 2 und die 4. Durch 2 ist 1. Hier ist es eine 2. Und die beiden 2 kann ich auch wieder durch 2 kürzen. Dann ist die Sache erledigt. So, das gleiche machen wir jetzt mal mit dem Term. Teil, der danach kommt, und zwar 1/2 y in Klammern zum Quadrat, schreibe ich als 1/2 y. So ist es eine ganz sichere Sache, weil aus dem Quadrat einfach so ausklammern sollte man nicht. Plus 1/2 y minus 1 in Klammern zum Quadrat ergibt dann das wieder, 1/2 y minus 1. Das war mal genommen. Oh, jetzt sollte ich den zweiten Teil mal ein Stückchen nach hinten schieben. Das klappt natürlich nur. Es klappt natürlich nur bedingt. Ich lösche das mal alles weg. Es geht schneller, weil ich will ja ausklammern. Dann brauche ich den Platz. Also 1/2 y minus 1. So, darunter den Bruchstrich. Da stand ja unsere 4 drunter. Bis dahin ging das. So, jetzt in blau wieder. Ich schreibe das 1/2 heraus. Schwupp, fällt es hier weg. Achtung, ich muss hier aber, damit ich hier eine 1 erhalte, eine 2 draus machen. Und hier schreibe ich das gleiche. 1/2 heraus. Und hier muss ich wieder eine 2 draus machen. Jetzt sieht das alles geschmiert aus, weiß ich. Das schreiben wir dann nochmal sauber ab. Und jetzt gucken wir uns den Term an. Hier steht 1/2. Achtung, 1/2 mal 1/2 heißt gleich, ich kann die 2 von diesem 1/2 hier unten drunter schreiben und das mache ich hier auch. Jetzt steht hier unten 2 mal 2 mal 4. Das wird dann 16 sein. So. Hier unten steht eine 1. Jetzt gucken wir uns die ganze Formel nochmal an. Sauber zusammengeschrieben bedeutet das. Also, vorne steht nichts mehr, das hatten wir gegen unten die 4 gekürzt, also steht hier x plus 3 mal x plus 3 jeweils in Klammern, das heißt nichts anderes als x plus 3 in Klammern zum Quadrat und das gleiche mal das gleiche durch 1. Das wollen wir ja sehen, damit wir sehen, wie die Exzentrizität ist. Jetzt kommt unser Plus hier, dieses Plus hier, das schreibe ich hier hin. Und jetzt gucke ich mir das an und hier steht y minus 2 in Klammern zum Quadrat. Y minus 2 in Klammern zum Quadrat. Also, dass mir sowas passiert, ist ja höchst peinlich. Ich hoffe, man verzeiht mir das. So, und das ist gleich 1 und das ist dieses Ergebnis. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz schnell die Auswertung des Ganzen an. Also, hier ist dieses hier, oder mache ich es mal gelb, hier dieses Ding hier, das steht jetzt hier. So. Und das gucken wir uns jetzt mal schnell an. Das heißt also, hier kann ich meinen a² ablesen. Das ist 1 zum Quadrat. Ausführlich geschrieben. Ich weiß, das ist 1. Daraus die Wurzel ist 1. Korrekterweise minus 1 plus 1. Aber lassen wir es mal bei dem Kegelschnitt hier sein. Und hier steht die 16. Das ist aber mein b². Also das heißt, b ist die Wurzel raus. Eigentlich plus minus 4. Wenn ich ganz korrekt sein möchte, müsste ich also einmal hier und einmal auf der anderen Seite meine Hyperbel malen, Moment, meine Ellipse malen. Moment, was hatten wir? Nee. Gar nicht mal. Nochmal zum 1 und zu dem Begriff 4. Was ist denn, wenn A1 ist? Dann sieht das hier aus wie so ein Kreis. Ne? Dann ist das fast in Ordnung. Und B ist 4. Was ist denn, wenn B minus 4 wird? Wahrscheinlich wird das ganze Ding dann gespiegelt, oder? Naja, gut, darüber können wir uns später nochmal Gedanken machen. Ich wollte eben bloß nochmal dieses Kegelschnitte-Video etwas korrigieren. Wir machen ja dann morgen weiter. So, ich höre jetzt hier auf.